Ja, hallo liebe FCA-Freunde. Ja, hallo auch von mir, hallo. Ja, also die Hinrunde in Sandhausen, also 4:0, also das war eine ganz schöne Klatsche. Also, ja, leider, muss man ungeschminkt zugeben, also das haben sie wirklich ins Sand gesetzt und ja, vielleicht war viel Treibsand auch dabei oder war der Sand ein bisschen zu tief auf dem Platz oder irgendwas hat da echt nicht gestimmt und von daher müssen wir jetzt gucken, dass wir diese Scharte wirklich auswetzen jetzt. Genau. Ja. Und jetzt würde mich interessieren, welchen Matchplan hast du denn dieses Mal? Also ich habe mir, also wenn es an mir ginge, ich habe mir was überlegt. Also ich jetzt zum Beispiel mit einem 5,5, 1,5, 2,2 System, den ich jetzt mal probiere. Was? Wie soll denn das funktionieren? Also ich werde hinter mal sagen wir, eine 5 bis 6er Abwehrkette aufbauen. Hier ein asymptomatischer 6er mal vor der Abwehr. Man kippt dann nach hinten ab und praktisch als Libero, so wie der Beckenbauer früher, räumt er dann hinten praktisch alles ab. Das wäre das eine. Dann hätte ich hier zwei breit streunende oder streuende Zehner, egal, so oder so. Und die presse quasi hier in den freien Raum hinein und da davor hätte ich eine falsche 9 und eine echte 9. Und die müssen damit ihre Nadelstiche quasi, ihre Chips in die gegnerische Abwehr pflanzen, so à la Bill Gates von der Art. Also ich weiß auch, das klingt aber ein bisschen kompliziert alles. Es ist schon eigentlich ganz einfach. Ich meine, wenn du das Umschaltspiel oder Zug kommt, gell, durch ein ganz abgefahrenes Pressing nach vorne, da wird dann diese Abwehrkette, die würde zu einer Raute mutieren und zwei breitziehende Außenverteidiger, die würden quasi diese Zehner im Grunde ersetzen, die können nach hinten abkippen und dann hätten wir praktisch mit den zwei Neuner, die jetzt hintereinander spielen, dann hätten wir aus der Raute dann ein magisches Dreieck geformt und damit hätten wir die Sache eigentlich schon fast im Sack. Ja, aber ich weiß auch, kann denn das die Mannschaft überhaupt umsetzen? Und weiß das denn der Frank Schmidt überhaupt? Also umsetzen, ich meine, ich denke, Frank Schmidt war sicherlich vor jedem Spielmacher eine Mannschaftssitzung und da wurde alles besprochen und vielleicht sieht er auch das Video, könnte auch ein bisschen was dazu lernen und so, also ich weiß es nicht, aber wenn es nach mir ginge, ich würde mal genau das probieren und dann mal gucken, was rauskommt. Aber ich denke, das ist der Masterplan für den Sieg gegen Sandhausen diesmal. Also ich glaube auch, dass das ein guter Matchplan ist. Ja, finde ich auch. Das also, müsste klappen. Ja, also FCH, olé! Und hier kommt, wie immer, die Musik zum Spiel. Süden unserer Republik, da gibt es eine Stadt, die an der Brenz gelegen so viel zu bieten hat. Das Herzstück ist ein Fußballclub langer Tradition. Seit 1846 existiert er schon.